Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute mit Sonne im Gesicht und ja, ein bisschen besserer Stimmung und ich wollte jetzt die Sonne auch nicht aussperren und hoffe, ja, dass das von dem Licht jetzt so passt und ihr auch ein wenig die Sonne mit mir genießt. Als erstes möchte ich mich für alle lieben Kommentare und Nachrichten der letzten Tage bedanken, die mir sehr tröstend zur Seite gestanden haben. Ich bin da wirklich sehr berührt gewesen über die Worte, über eure Gedanken dazu, euren eigenen Geschichten, was es so mit Haustieren und Trauer zu tun hat. Ich danke euch wirklich für die Offenheit und dass wir auch so etwas auf diesem Kanal besprechen können und auch einfach so empathisch miteinander umgehen. Da bin ich wirklich sehr froh und ich danke euch wirklich sehr für auch die Nachrichten, die mich außerhalb von YouTube erreicht haben, was mich wirklich sehr berührt hat und ja, das alles ein bisschen leichter macht, weil man eben auch einfach weiß, man ist mit Trauer im Grunde nie allein. Und bin da wirklich sehr dankbar und es geht definitiv aufwärts, zumindest auch was den Rücken angeht, kann ich berichten, dass ich meine Übungen morgens und abends mache, viel aufstehe und das im Homeoffice natürlich sehr praktisch ist, dass man da eben auch bei einer Telefonkonferenz auch einfach mal 5 Minuten auf- und ablaufen kann und einem ja im Grunde niemand sieht. Das ist doch mal ganz praktisch und hilft auf jeden Fall. Der Rest braucht einfach nur Zeit. Es gibt noch einige dunkle, traurige Momente und es gibt auch so einfach Situationen, wo man einfach noch nicht so richtig greifen kann, was passiert ist, aber es wird. Also ganz klar, es wird ja immer besser, das weiß man. Es wird halt nur anders als zuvor und ganz anders verhält es sich ja mit Corona. Da gehen die Zahlen explosionsartig nach oben. Die Fronten, habe ich das Gefühl, in Deutschland und auch Europa verhärten sich von denen, die für Maßnahmen sind, zu denen, die dagegen sind. Das ist einfach sehr nervenaufreibend. Es wird irgendwie nicht besser, habe ich das Gefühl. Es wird jetzt, geht jetzt in den Winter und dementsprechend kommt natürlich eine Erkältung dazu. Die normale Grippe, die ja auch schon schlimm ist und ich glaube, jetzt muss man einfach sehen, wie die nächsten Tage, Wochen sich so entwickeln, ob es nochmal zu einem Lockdown kommt, ob nochmal alles geschlossen werden muss und so weiter. Wollen wir einfach mal hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber das wissen wir jetzt natürlich aktuell noch nicht. Jetzt, wo man so das Gefühl hat, so ein bisschen Normalität ist in diesem Thema eingekehrt und man konnte im Sommer auch einfach mal wieder Freunde treffen, natürlich auch eher draußen und auch nicht zu viele und man konnte da Dinge tun und wenn man das jetzt wieder einschränkt, ich weiß nicht, also mir fehlen die Menschen definitiv und auch, da rede ich noch nicht mal von dem Urlaub, der mir fehlt oder von Städtereisen, die ich sonst gemacht hätte dieses Jahr, aber wenn ihr die Bücherwoche seht, steht jetzt meine Urlaubswoche bevor. Ich habe jetzt eine ganze Woche frei, in der war eigentlich auch was anderes geplant, aber das ist eben so. Ich hoffe auf ein bisschen trockenes Wetter, dass zumindest noch 1-2 Wanderungen stattfinden können. Ansonsten habe ich auch ein paar Termine mir in die Woche gelegt, wo man so halt sonst während der Arbeitszeit immer denkt, das muss man dann irgendwie so reinschieben, kann man das jetzt ganz entspannt angehen und von daher freue ich mich auch einfach auf Stunden auf der Couch vorm Kamin, der hier auch schon so schön prasselt und lesetechnisch dann auch versorgt sein werde und da freue ich mich auch einfach drauf. Vielleicht auch einmal meine Serie so ein bisschen wegsuchten und freue mich da auf die entspannte oder hoffentlich entspannte Woche, sodass man dann auch wirklich noch so ein bisschen aus dem Tief vielleicht noch ein bisschen besser herauskommt. Zu den Büchern der Woche. Es gibt in der Woche keine Serie, keinen Film, aber es gibt im Grunde 2,5 Bücher und sogar theoretisch eine sehr gute Bücherwoche. Sie begann mit Qualityland 2.0, Kikis Geheimnis von Marc-Uwe Kling, ging dann weiter mit dem neuen Buch von Jasmin Ahrensmeier, ein wirklich Riesenbuch. Jeden Tag ein bisschen glücklicher. Jasmin Ahrensmeier hat ja auch einen YouTube-Kanal und daher kenne ich sie auch und habe mich sehr auf das Buch gefreut. Und das halbe Buch ist dann der dritte Teil von Nevernight, die Rache
von Jay Kristoff, was ich wieder mit der lieben Becky zusammen höre und wir uns das Buch auf 2 Wochen aufgeteilt haben. Alle Bücher und Informationen findet ihr unten in der Infobox, auch mein Instagram, den Leseklub. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da Infos braucht und ja, guckt da einfach mal rein und dann lasst uns da gerne auch ein bisschen in den Austausch dann über die Kommentare kommen. Wir starten mit Qualityland 2.0, Kikis Geheimnis von Marc-Uwe Kling. Hier hatte ich bei vorablesen.de Glück, das ist jetzt schon mein 2. Buch, was ich dort gewonnen, erhalten habe und bin wirklich sehr, sehr happy. Ich mochte den ersten Teil, ich glaube, vor 3 Jahren sehr, sehr gerne. Es gab ja 2 Versionen vom ersten Teil in einem helleren Grau und einem dunkleren, einem positiven oder optimistischen und eine pessimistische Variante. Und ich fand den ersten Band schon sehr sarkastisch und ironisch und mochte diese Idee dieser Dystopie und wenn eben so viele Dinge aufeinander kommen. Und da habe ich sehr viel gelacht und war dementsprechend natürlich jetzt sehr, sehr gespannt auf Band 2. Den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis ich eben irgendwie bei vorablesen.de dann darüber gestolpert bin und dachte mir, huch, der wäre dir ja fast irgendwie untergegangen, aber nein, ist er natürlich dann doch nicht, weil irgendwann stolpert man über Bücher. Habe ich ganz bewusst zugegriffen, weil ich eben auch ein bisschen was für eine gute Stimmung wollte, unterhalten werden wollte, ich wollte was zum Lachen und deswegen habe ich jetzt dann auch direkt schon zu dem Buch gegriffen. Ja, der 2. Band hier setzt genau da an, wo der 1. Band aufhörte. Das heißt, man sollte auf jeden Fall den 1. Band kennen, wenn man mit diesem hier weitermacht. Wir treffen wieder auf Peter Arbeitsloser, der es ja so ein bisschen weitergebracht hat, als noch im Band 1 zu vermuten war. Er ist erfolgreicher Maschinentherapeut und er ist auf Level 15 aufgestiegen und ja, hat so ein bisschen beste Aussichten auf mehr. Oder nach oben zu steigen. Er trifft auf Martin Vorstand, der ja viele Probleme hat, die sogar seine Level gefährden. Und wir wissen ja, dass die Level in Qualityland eine große Rolle spielen. Und dann gibt es auch noch Peters On-Off-Freundin Kiki, unbekannt, die irgendwie vielleicht verfolgt scheint verfolgt zu werden, so rum ist der Satz korrekt, aber es gibt hier natürlich so ein paar Rätsel zu lösen. Mehr möchte ich tatsächlich auch gar nicht verraten, weil das würde einfach auch viel zu viel an Informationen vornehmen. Das Buch ist kein klassisches Buch, es hat natürlich Kapitel, es hat spannende, wunderbare Überschriften, es hat auch manchmal einfach nur Kapitelangaben, es gibt zwischendrin aber auch noch allerhand Dinge, Reportagen, Interviews, die irgendwie gespickt sind und allein schon die einleitenden Lesebedingungen sind wirklich zum Schreien komisch. Also hat mich da schon absolut gekickt. Alleine wenn man sich hinten den Klappentext anschaut. Dieses Buch ist ein mega Page-Turner. Was in Kapitel 4 passiert, ist ultra krass. Mehr steht tatsächlich, ich hoffe man kann es ein bisschen erkennen, mehr steht tatsächlich nicht hinten drauf. Und ich finde das, ja, ist schon eine grandiose Idee, wenn wir ganz ehrlich sind. Man ist super schnell wieder in Qualityland drin. Marc-Uwe Kling greift im Grunde direkt so wieder auf, hat so die ein oder andere Erinnerung eingebaut, aber man ist wieder mit dabei, man weiß relativ schnell wieder, oh, was war alles in Band 1. Man hat da schon so gespickt ein paar Informationen, die einem das Weiterlesen dann auch einfacher machen. Und das hat mich auch direkt wieder sehr begeistert. Der Humor ist einfach wunderbar sarkastisch und schwarz und ironisch und trifft den Nagel so häufig auf den Kopf. Er konnte mich wieder wunderbar einfangen. Ich habe sehr viel gelacht, viel geschmunzelt. Habe natürlich auch oft den Spiegel vor mir gesehen sozusagen, der mir vorgehalten wurde von Marc-Uwe Kling. Und diese Welt, wie wir sie im Grunde kennen und wo sie hinführen könnte, wenn man ja das Konstrukt hier im Grunde weiterspinnt. Und das ist einfach großartig. Es gibt sehr, sehr viele Denkanstöße für unsere jetzige Zeit und unsere Umgebung und auch unseren Umgang mit Technik und künstlicher Intelligenz. Das ist natürlich hierin ein Thema. Ich meine, er ist Maschinentherapeut, da kann man sich jetzt schon drunter vorstellen, was passiert, wenn man eine Drohne hat, die Höhenangst hat. Muss man der natürlich irgendwie weiterhelfen und, ja, das klingt jetzt irgendwie so komisch, aber ja, und ja, man merkt natürlich schon recht schnell, wo Marc-Uwe Kling hin möchte, was er uns aufzeigen möchte und ja, strickt im Grunde einfach die Ideen, die es jetzt gibt, so ein bisschen weiter.
Mir hat das Buch vom Einstieg ein super gut gefallen. Ich war unterhalten, ich habe gelacht, ich habe geschmunzelt, ich war wieder mittendrin, ich fand die Ideen cool, ich fand den Weg gut, den Marc-Uwe Kling zum Erzählen gewählt hat. Ich mochte die etwas lockeren Einschübe in die Geschichte und war da sehr angetan. Beim letzten Drittel muss ich aber tatsächlich ein bisschen sagen, dass ich es ein bisschen unspannend fand. Und ich muss auch sagen, dass das Ende nicht ganz meins war. Also ja, da hätte ich mir tatsächlich irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht, aber ne, das Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert. Ich fand aber tatsächlich das letzte Drittel so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen und dachte so, ja, jetzt kommt irgendwie nichts mehr Neues. Ich hatte aber sehr viel Spaß beim Lesen, ganz definitiv. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch und ich glaube, viele, die Band 1 gefeiert haben, werden sich auch Band 2 kaufen. Allen, die jetzt das hier so spannend finden, sollten definitiv erstmal zu Band 1 greifen. Und das Lesen, denn auch der erste Teil ist ja absolut lesenswert, der war großartig, der war wirklich auch was Einzigartiges und ja, im Grunde so diese sarkastischen Dystopie-Themen aufnehmen, das hat Marc-Uwe Kling wirklich großartig gemacht. Also ist eine Leseempfehlung, auch der erste Teil, den fand ich aber eine Spur stärker und der war für mich ja auch ein absolutes Jahreshighlight. Während ich hier sage, hier gibt es eben diese ein, zwei Punkte, die es für mich nicht ganz zum Highlight machen, aber dennoch habe ich mich wunderbar unterhalten gefühlt. Und natürlich muss einem der Humor auch liegen, gar keine Frage. Ich glaube, es ist schwierig, Leute zum Lachen zu bringen, aber wenn man den Humor mit Marc-Uwe Kling teilt, dann hat man hier auf jeden Fall seinen Spaß und ich hatte den. Weiter geht's dann mit einem ganz großen Buch, nämlich Jeden Tag ein bisschen glücklicher von Jasmin Ahrensmeier. Und hier kann ich schon so viel verraten, dass das Buch mich wirklich absolut geflasht und begeistert hat. Ich habe schon, glaube ich, 2 Bücher von Jasmin gelesen und mag auch ihren YouTube-Kanal super gerne. Den packe ich auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich mag es, wie sie ihren Content präsentiert. Ich mag auch, wie sie auf Instagram uns einfach so ein paar Alltagsmomente zeigt. Sie wohnt ja auch in London und bringt uns im Grunde auch dieses Flair so ein bisschen rüber. Und ich mag ihre Art super gerne auch das Präsentieren und war natürlich mega gespannt auf ihr neues Buch. Und bin auch sehr happy, dass mir das vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Ja, ein bisschen glücklicher werden sein tut mir natürlich gerade nicht schlecht und habe ich definitiv gebraucht. Und deswegen habe ich jetzt auch zu diesem Buch gegriffen, auch wenn es tatsächlich relativ schwer ist. Es ist ein Inspirationsbuch mit vielen Impulsen, vielen Gedanken, Ideen und eben auch so Denkanstößen, wie man eben so ein bisschen auf ein achtsames Leben kommt, wie man eben auch einfach glückliche Momente schafft, wie man Rituale schafft, zum Beispiel auch Routinen integriert und ist zum Beispiel auch die Morgenroutine ein Thema, wo ich ja auf meinem Kanal auch schon mal darüber gesprochen habe. Großes Kino ist tatsächlich die Haptik. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann mit den metallenen Einflüssen. Richtig, richtig toll. Also es ist wirklich ein Riesenbuch im Vergleich Marc-Uwe Klings Buch sozusagen, was so fast normales Taschenbuch hat. Also es ist wirklich schwer, es ist groß und auch wenn es 24 Euro kostet, ist es das definitiv wert. Denn neben der wunderschönen Haptik sind auch ganz, ganz tolle Fotos enthalten von der lieben Jasmin und sie hat auf ihrem Kanal davon erzählt, in welchen Situationen sie die im Grunde auch fotografiert hat, wo sie schon überall, wie sie noch auf Reisen war, daran dachte, dass sie ein paar Bilder braucht und es sind wirklich wunderschöne Bilder enthalten, passend zu den Impulsen, zu den Gedanken. Es ist sprachlich sehr locker, es ist leicht und es ist einfach im Stil von Jasmin und man hört auch beim Lesen förmlich ihre Stimme, wie sie es einem vielleicht vorlesen würde und ich mochte das unglaublich gerne. Also ich mag die Gedankengänge von Jasmin einfach gerne und ich glaube, dass das Buch sowohl was für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist. Denn man bekommt natürlich als Anfänger so den ersten Einblick, aber eben auch als Fortgeschrittener so ein bisschen tiefer rein. Also es geht hier zum Beispiel um Momente, dich geht es, um das Leben, um Arbeiten, um Selbstfürsorge, um das Drumherum und auch um das Nah am Herzen. Und das sind natürlich Themen, die einem immer wieder begegnen, mit denen man sich auch immer wieder beschäftigen kann, wenn man eben diesen Themen zugeneigt ist. Und dementsprechend fängt sie hier Themen auf, bringt sie Anfängern näher, aber natürlich auch jemanden wie mich, der schon mehr darüber gelesen hat, findet da Impulse, die nochmal von einer ganz anderen Seite gedacht werden und das macht natürlich großen Spaß. Ich habe mir auch ein paar Dinge markiert
Und das freut mich natürlich auch sehr, wenn ich Dinge finde, die mich bewegen, die nochmal was in mir auslösen und ja, die mich eben auch ein bisschen zur Ruhe haben kommen lassen. Denn das war definitiv ja, der Fall bei dem Buch, dass ich merkte, beim Lesen, ja, ich entspanne innerlich, der Kopf kann mal abschalten und auch das Gedankenkarussell. Und das ist einfach auch in solchen etwas dunkleren Lebensmomenten sehr wichtig. Und ja, ist von mir eine absolute Empfehlung. Ich finde, man kann sich nicht genug mit Achtsamkeit und ja, bewusstem Leben beschäftigen. Und dementsprechend ist das auch das Buch wirklich sehr gelungen. Und natürlich auch der Kanal von der lieben Jasmin, der, wie gesagt, unten in der Infobox ist, schaut da auch einfach gern mal vorbei. Und das letzte Buch der Woche ist dann noch ja, ein halbes Buch, nämlich der dritte Teil der Nevernight-Reihe von Jay Kristoff. Und das dritte Buch trägt den Titel Die Rache. Es ist jetzt tatsächlich der letzte und finale Band der Reihe. Ja, und ich höre ihn wieder zusammen mit der lieben Becky. Und wir lassen uns das Buch wieder vorlesen von Robert Frank, der sehr, sehr weit hinauf in meinen Hörbuchsprecher Himmel gekommen ist. Also er steht sehr weit oben auf dem Podest, sagen wir es mal so, der einzigartig gut liest, der Atmosphäre schafft, der Stimmen wunderbar hineinbringt, der eine Stimmung übermitteln kann. Und ich bin einfach fasziniert von Robert Frank. Also ich werde auf jeden Fall mich jetzt mal umsehen, welche Hörbücher er noch spricht, und werde vielleicht tatsächlich auch mal die Bücher danach auswählen, was er spricht, und weil ich das echt einfach der Hammer finde. Ich kann noch nicht so viel sagen, auch wenn ich natürlich schon eine Spur weiter bin als die Hälfte, als die Bücherwoche im Grunde rum war. Aber ich werde natürlich nächste Woche ja, final etwas zu dem Band erzählen und kann aber schon so viel sagen, dass auch hier wieder das Personenregister und der Rückblick zu Beginn einfach der Wahnsinn war. Also Jay Kristoff ist da wirklich ein Großmeister, mit welchem Humor und auch ja, diese dreckigen Witze manchmal, ich finde das großartig. Also man hat hier Dark Fantasy, das muss einem klar sein. Es ist derb, es ist düster, es ist brutal, es ist heftig, es hat erotische Anteile. Das muss man sich ganz klar sein. Es ist eine Spur drüber. Man kann es so ein bisschen natürlich in eine Richtung wie Der Hexer oder auch Game of Thrones packen. Es geht ja ähnlich derb dazu. Und es ist absolut kein Jugendbuch, wer sich da irgendwie leiten lässt. Also ich würde das niemandem, ich sag mal, unter 16 irgendwie in die Hand drücken. Mit 16 dann vielleicht auch so betreutes Lesen. Aber ja, es ist bisher ein Highlight und es ist eine Highlight-Reihe, und ich bin auch sehr happy, dass jetzt mittlerweile der zweite Band als echtes Buch bei mir eingezogen ist. Ich hatte da bei Tauschticket sehr, sehr viel Glück, und ich hoffe, dass dann demnächst auf der dritte Band noch einziehen wird als echtes Buch. Und ja, bin einfach hin und weg, und ja, da könnt ihr euch nächste Woche dann auf die finale Info von mir freuen. Und das war es soweit mit den Büchern der Woche. Es gab keine Serie, keinen Film. Nein, gab es tatsächlich nicht. Aber es gibt ja, einen Gewinner für das Leseclub-Buch im November. Aktuell lesen wir ja den Genre-Gewinner, einen Thriller. Dazu dann wahrscheinlich in der Bücherwoche in 2 Wochen mehr. Ja, richtig. Und im November greifen wir zu Walter Moers Die Stadt der träumenden Bücher. Ein Buchtipp, den ich von der lieben Becky habe. Und ich glaube, das Buch ist jetzt auch schon über ein Jahr auf meinem Sub. Und umso erfreuter waren Roman und ich beim Leseclub, als das Buch jetzt für November gewonnen hat. Wir hatten hier Fantasy-Bücher zur Auswahl. Und das Buch starten wir dann ja meistens so um den 20. Lesen wir dann das Buch, und ich freue mich schon sehr, sehr drauf und bin mega gespannt, wie es mir gefallen wird. Und ja, es heißt hier auch so schön, Bücher können alles sogar töten. Und es ist ausgezeichnet mit dem Fantastikpreis 2005 der Stadt Wetzlar. Das ja, lässt uns doch hoffen, dass das richtig toll wird. Und ja, wenn ihr gerne Bücher gemeinsam lest, dann schaut gerne im Leseclub vorbei. Den findet ihr immer unten in der Infobox. Und da ist es ja so, dass wir immer Bücher zu einem Genre oder zu einem Thema zur Auswahl stellen. Dann wird im Club entschieden, und dann lesen wir das Buch im darauffolgenden Monat, sodass jeder auch genug Zeit hat, sich das Buch zur Verfügung zu stellen. Es sind ja immer Bücher, die bei uns auf dem Sub sind und die eben auch schon ein bisschen älter sind, sodass man sie gegebenenfalls auch gebraucht erhält. Und ja, bin gespannt, für was wir uns entscheiden dann im November, was es im Dezember vielleicht gibt. Vielleicht machen wir da irgendwie so ein bisschen ein Winterbuch draus. Das werden wir dann einfach mal sehen, und ja, freue mich definitiv auf den Walter Moers. Ja, mehr gibt es jetzt, glaube ich, tatsächlich gar nicht zu erzählen. Die letzte Bücherwoche war ja schließlich schon XXL, da kann die hier ruhig ein bisschen kürzer sein.
Und es gibt tatsächlich, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel. Nein, nicht, dass ich jetzt mich so spontan daran erinnern könnte. Ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Ihr könnt mir ja gerne mal so ein bisschen eure Gedanken zu den Büchern da lassen und auch was ihr zuletzt gelesen habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.